Hinter den sieben Bergen und den fünf Meeren lebt die Prinzessin Goldhaar. Sie wohnt in einem Schloss mit vielen Türmen. Umgeben ist das Schloss von einem großen Park, dessen uralte Bäume aufregende Geschichten erzählen könnten. Hinter hohen Buchen und Tannen liegt ein verwunschener See. In ihm aber haust der Froschkönig, den aber noch nie ein Mensch gesehen hat. Prinzessin Goldhaar spielt gern in dem Park mit ihrem goldenen Ball und den silbernen Reifen. Sie darf aber nie am See spielen, denn sein Wasser ist dunkel und tief. Eines schönen Tages ist Goldhaar so in ihr Ballspiel vertieft, dass sie nicht bemerkt, wie sie sich dem See nähert. Im großen Bogen fällt ihr der Ball plötzlich ins Wasser. Sie ist sehr erschrocken. Als sie traurig am Ufer des Sees steht, brodelt sein Wasser mächtig. Kleine Wasserfontänen steigen auf. Und daraus entsteigt der Frosch. Es muss der Froschkönig sein, denn er hat eine kleine goldene Krone auf seinem Kopf. Er spricht zur Prinzessin: Du brauchst keine Angst vor mir haben. Ich will dir deinen goldenen Ball wiederbringen, aber du musst mir etwas versprechen. Goldhaar ist so glücklich, dass sie alles versprechen würde. Der Frosch sagt: In diesem See lebe ich seit vielen, vielen Jahren recht einsam. Ich komme nur des Nachts aus der Tiefe hervor und sehe mir den Mond an, der sich in meinem Wasser so gerne spiegelt. Auch die Sterne schaue ich gern an. Sie bringen in den Nächten etwas Helligkeit in das Dunkel des Sees. Ich wünsche mir eine Froschfrau. Wenn du dich auf den Weg machst und hinter die sieben Berge und die fünf Meere gehst, wirst du sie finden. Goldhaar verspricht es. Da taucht der Froschkönig tief hinab und kommt mit dem goldenen Ball in seinen Händen wieder nach oben. Er stöhnt, denn der Ball aus Gold wiegt schwer in seinen Händen und Armen. Seine Hände und Arme sind ganz schwer. Auch die Schultern werden ihm schwer vom Tragen. Er spürt, wie schwer sein ganzer Körper ist. Fühl mal, wie schwer der Körper ist. Wie schwer die Hände und Arme sind, die Schultern, der ganze Körper. Der Froschkönig wirft den goldenen Ball ins Gras. Nun fühlt er sich ganz erleichtert. Seine Hände und Arme sind gelöst und entspannt. Seine Schultern sind gelöst und entspannt. Der ganze Körper ist gelöst und entspannt. Fühl mal, wie gelöst und entspannt die Hände und Arme sind, wie gelöst die Schultern sind, wie gelöst und entspannt der ganze Körper ist. Der Froschkönig springt erleichtert in seinen Teich, in die Tiefe des Sees zurück. Prinzessin Goldhaar läuft fröhlich mit ihrem goldenen Ball ins Schloss zurück. Sie will ihr Versprechen halten,
das sie dem Frosch gegeben hat. Sie wird die Froschkönigin suchen. Aber das ist eine andere Geschichte.